letztendlich auch nur ein Betrag, der mich zu 0% irritiert. Ich habe hier eine wunderbare Zeit und ich glaube, dieser Betrag wird mich davon nicht abhalten. Bewusst, dass das jetzt schon über 3000 Euro kostet, was ihr da macht? Wie was? Das Schild. Ja, das bin ich hier mit Glasflaschen und... Nein, wir sind aber eigentlich immer sehr... Nee, wir haben keine Glasflaschen. Wir haben alles in Pappbechern. Geht es wirklich um Glasflaschen? Ja, Dings, hier ist ein Megafon. Die neu aufgestellten Hinweistafeln an der Playa de Palma, die auf das Verbot von Trinkgelagen hinweisen sollen, erfüllen ihren Zweck offensichtlich nicht. Das liegt aber überwiegend daran, dass kaum einer die Schilder versteht oder identifizieren kann.